Heute gibt es einmal ein anderes Video von mir. Wie ihr seht, habe ich ein Polo der Firma Sinn an und das hat seinen Grund. Wir waren bei der Firma Sinn zu Gast. Ich habe vor Ort viele Bilder gemacht, viele Videos gedreht, habe mit anderen Sammlern Gespräche geführt und das Ganze einmal in einer Art Collage zusammengeschnitten. Hallo und willkommen bei WatchMaxSU Videos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Wie einige von euch wissen, bin ich in einem Forum, das ist das Sinn Uhren und Technik Forum. Und dieses Forum veranstaltet regelmäßig Stammtische und anlässlich des 50. Stammtisches, was ja ein schönes Jubiläum ist, hat die Firma Sinn uns eingeladen. Hallo, es ist richtig, richtig kalt. Ich stehe hier bei der Firma Sinn, wackel etwas, weil ich aus der Hand filme. Und möchte einige Filme und einige Aufnahmen machen von Uhren, die ich richtig toll finde, gerne hätte, aber noch nicht habe. Mal sehen, was draus wird. Ja, wir sind hier bei der Firma Sinn. Es ist hier ein relativer Hall. Das ist die Eingangshalle und ich hoffe, dass ich hier problemlos filmen kann. Das ist die Treppe, wo es zum Service- und zum Verkaufsraum hochgeht. Und da werde ich jetzt gleich weiterdrehen. So, ich gehe jetzt hier in den Kundendienst rein. Hallo. Die Dame durfte ich filmen, das haben wir vorher geklärt. Hier kann ich ja mal kurz was zu sagen. Wir haben hier auch eine Auswahl von unseren unterschiedlichen Bändern. Hier auf der Seite haben wir unsere Lederbänder. Hier vorne liegen auch die Schließen. Wie lange dauert es, bis die Silikonbandschließen alle umgestellt sind auf die neue? Da sind wir jetzt gerade so dabei, ist gerade so im Umlauf, erfolgt aber jetzt zeitnah. Ja. Sind die Tegmentierten schon dabei? Sie hat mit den nicht Tegmentierten angefangen, wenn ich das richtig im Kopf Richtig, habe. genau. Soweit ich weiß, aktuell noch nicht. Sollte aber jetzt auch zeitnah dann erfolgen. Und die Beschichteten kommen dann als letztes? Genau, Okay. richtig. Genau, hier haben wir dann noch die Auswahl von unseren Silikonbändern, auch hier vorne mit den jeweils passenden Schließen. Dann hier noch unsere unterschiedlichen Ausführungen, auch von den Massivbändern, dreigliedrig und fünfgliedrig. Und wenn es mal was ganz anderes sein darf, haben wir natürlich auch unsere Alcantara-Bänder oder unsere Textilbänder. Also für jeden Geschmack ist was dabei. Vielen Dank. Jetzt drehe ich mich noch mal rum Gerne. und zeige den von mir extrem geschätzten Service. Als alte Kaffeetante ist das eine meiner Lieblingsecken neben den Uhren. Und da kann man sich dann hinsetzen und den Kaffee in aller Ruhe trinken. Aus dem Servicebereich bin ich jetzt in den Verkaufsraum gegangen. Der Service ist im Prinzip direkt hinter der Stirnseite, auf die ich gerade zufilme. Hinten links auch eine kleine Sitzecke mit Tisch. Und wie man sehen kann, alle Uhren im direkten Zugriff, kleine Stehpult in der Mitte, sodass man sich in aller Ruhe etwas anschauen kann. Am Kopfende des Verkaufsraums steht ein Aquarium mit einer UX, mit einem EZM3 und einer U1, die 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche unter Wasser gelagert werden. Zu der UX gibt es nachher noch ein spezielles Video und das finde ich ganz, ganz interessant, weil es einen Dialog mit einem anderen Besucher beinhaltet. Wenn du genau hinguckst, vom Video siehst du noch besser als so, an den Anstößen setzt sich tatsächlich leichter Rost ab. Da oben, da drin, Ja, du weißt noch nicht da mal, ob das oben. Rost ist. Das kann auch Gammel sein von die Fische. Vermute ich eher. Ah, schwer zu sagen, dafür ist es aber, guck mal, da oben drin, das ist an den ganzen Stellen, wo. Ja, die kannst du aber auch nicht putzen. Wenn das jetzt Gammel ist von die Fisch, dann kannst du ja schlecht putzen da drin. Ja, ihr könnt aber jetzt reden, ich schneide den Ton weg, das läuft dann stumm mit. Das wäre bestimmt witzig, oder? Naja, ich kann ihn auch drin lassen, ne? Das ist bestimmt ziemlich witzig. Ich denke mal eher, dass das Gammel ist. Ich meine, die Dinger kreisen ja schon seit wie vielen Jahren? Also ich kenne sie jetzt schon seit 16. Na, die werden wohl mit leerem Wasser umgezogen sein. Ich glaube nicht, dass sie mit dem vollen Aquarium umgezogen sind. Das Ja, gut, aber. hier drin wahrscheinlich erst seit Umzug. Ja, Und gut. ich würde mich wundern, wenn die da nicht sauber gemacht hätten. Ja, aber mal abgewischt halt. Aber ansonsten nicht tiefenpoliert. Du müsstest ja das ganze Band auseinandernehmen.
Ja. Weil guck mal, da wo es vernietet ist, da hast du das auch. Ja, ja. Und ich glaube nicht, dass sie das andere entrostet haben. Man kann sich jede Uhr nehmen und betrachten, mit ganz wenigen Ausnahmen. Die wirklichen Topmodelle, die liegen tatsächlich hinter Verschluss in einer Vitrine und man muss sich die Uhr geben lassen. Aber hier die gesamten Finanzplatzmodelle sind alle frei zugänglich. Nur die etwas teuren, steilen besetzten Damenmodelle und später hinten die limitierten Modelle sind nicht im direkten Zugriff. Hier kommen wir jetzt im Bereich der Herrenuhren, wobei ich auch Damen kenne, die diese Uhr mit Freude tragen. Und eine Uhr, die live unendlich viel besser aussieht als auf den Bildern. Auf den Produktbildern war ich immer wenig begeistert, aber die Jagduhr in live finde ich tatsächlich eine schöne Uhr. So, jetzt kommen wir zu zwei Uhren mit unterschiedlichen Stoppmechanismen. Einmal die 910 SRS und gleich auch die 910 Jubiläum. SRS steht für Start-Rück-Stopp. Die Stoppfunktion läuft bereits. Durch Drücken der Krone auf 4 Uhr wird die Zeitstoppung unterbrochen und unmittelbar auf 0 zurückgesetzt und beginnt bei Loslassen dieses Drückers unmittelbar erneut. Wenn der Drücker auf 2 Uhr gedrückt wird, dann stoppt die Stoppung, wie man es normalerweise gewohnt ist, und durch Drücken der 4 Uhr Krone wird dann ganz normal zurückgesetzt. Insofern ist der SAS-Mechanismus eine doppelte Stoppfunktion. Die 910 Jubiläum mit ihrer umfangreicheren Box, wie bei manchen limitierten Modellen üblich, verfügt über einen Schleppzeigerchronographen. Durch Starten des Drückers auf 2 Uhr wird die Stoppfunktion in Gang gesetzt und durch Drücken des Knopfes auf 8 Uhr teilt sich der rote Sekundenzeiger und der rote Teil läuft weiter. Der schwarze bleibt stehen, sodass man bequem eine Zwischenzeit ablesen kann. Und durch beherztes erneutes Drücken auf 8 Uhr holt der schwarze Zeiger den roten ein und die normale Stoppung läuft weiter. Endgültig gestoppt wird die Zeit wie üblich auf 2 Uhr und rücksetzen durch 4 Uhr. Ja, hier haben wir jetzt die SIN 104 Familie mit ihren gesamten Modellen. Wir haben das Modell A mit analoger und Ziffernanzeige, das Modell I mit den Indizes, das Modell W mit dem weißen Ziffernblatt, das blaue und das graue Ziffernblatt. Die grüne 104 war ein limitiertes Modell und ist bereits ausverkauft. Der EZM 10 ist wohl diese Uhr, die aktuell die meisten Funktionen und die meisten SIN-Technologien in einer Uhr vereint, verbaut in ein Gehäuse aus Titan, was diese Uhr trotz ihrer Größe sehr angenehm tragbar macht. Der EZM 9 ist eine ähnliche Uhr, jedoch als 30er Uhr ausgelegt und nicht als Chronograph und somit etwas schlichter, aber nicht weniger robust und angenehm zu tragen. Hier sehen wir eine Uhr, die auf meinem persönlichen Wunschzettel für 2000 steht. Entweder in der normalen STSA-Ausführung mit ganz, ganz schwarzem Blatt oder aber auch, und da bin ich dann durch sehr nette Gespräche vor Ort etwas ins Grübeln gekommen, vielleicht auch in der Diapal-Ausführung, die natürlich deutlich teuer ist, aber auch deutlich mehr bietet. Was mir bei der Diapal-Ausführung nicht so gut gefällt, ist, dass der GMT-Zeiger, wenn man ihn denn verstecken möchte, seine Ecken zeigt und übersteht. Aber das ließe sich auf Wunsch gegen einen anderen Zeiger tauschen, den man dann komplett verstecken kann. Was ich total blöde finde, wenn du schon sowas machst hier und machst ein System zum Einhaken, warum machst du einen Federsteg und keinen festen Steg? Warum machst du einen Federsteg,
der anfällig ist, der kaputt gehen kann. Warum machst du keinen festen, den du richtig verschweißt? Stimmt, normalerweise musst du das ja nie ändern. Ja. Mhm. Gut, du hättest das Problem, wenn dir, warum auch immer, irgendwann mal brechen sollte. Mhm. Gut, kannst du immer noch einen Fehlersteck reinmachen. Du hast ja die Ösen drin. Ich wollte gerade sagen, da kannst du immer noch einen Fehlersteck reinmachen. Ist der nicht durchbohrt? Nee, kannst du nicht. Wenn du ein Fester ist, der fest eingeschweißt ist und sowas, alles musst du erst bohren. Bohrst du Löcher rein. Oder du lötest einen neuen Steg an, was auch immer. Die sind aber nicht durchbohrt, ne? Ich kann es nicht erkennen. Nee, ist nicht durchbohrt. In dem Lochbohren ist irgend so ein Standard, keine Ahnung, wie werden so Dinge denn gemacht? Wird das gefräst einfach nur irgendwie? Gut, vom Prinzip ist das ja hier nichts anderes als das hier hinten. Das Gleiche. Wir haben das neue Bandwechselsystem von Sinn auch auf NATO- oder Sulu-Bandtauglichkeit getestet. Das neue Clip-On-System für Silikonbänder steht sehr hoch auf und wir wollten natürlich wissen, wie es sich dann mit einem Silikonband verhält. Kurz in den Service gelaufen, ein nagelneues Sinn-Sulu-Band geholt und mal geschaut, wie es aussieht. Es ist gewöhnungsbedürftig, aber wieder erwarten, trägt es sich, ich will nicht sagen angenehm, aber weniger störend und weniger hochauftragend als ursprünglich gedacht. Und zum Abschluss möchte ich euch noch die Uhren zeigen, die das Motto für den 50. Stammtisch des Sinn Uhren und Technikforums gebildet haben. Die Modellreihe 140, 141, 142. Sinn hat zum Empfang die Uhren ausgestellt und alle Mitarbeiter von Sinn trugen ein Modell dieser Serie. Ich finde das wirklich, wirklich angenehm und dankbar und ein tolles Commitment der Firma Sinn an ihre Fans und Freunde der Marke.